Gucken wir uns jetzt noch vierte Strategie an, und zwar die dynamische Programmierung. Lässt sich genauso anwenden wie Greedy auch für Optimierungsprobleme. Und die Idee ist hierbei, dass ich quasi mehrfach auftretende Teilprobleme mir sozusagen wegschreibe, wie in so eine kleine Tabelle, und dann wieder raushole, wenn ich sie denn brauche. Das ist uns untergekommen, Fibonacci-Zahlen. Der Aufrufbaum, der entsteht, wenn ich das rekursiv verwende. Und gewisse Dinge tauchen halt mehrfach auf. F4 beispielsweise tritt hier auf, oder F2 tritt hier auf. Hier auf, hier auf, hier auf. Statt mehrfach zu lösen, wäre der Ansatz der dynamischen Programmierung, dass man sich das halt irgendwie tabelliert und dann, sofern sie dann wieder hochkommen, sozusagen aus der Tabelle ausliest. Und man kann das natürlich bei diesen Fibonacci-Zahlen sozusagen von unten nach oben machen. Dann kommt man zu so einer ganz eleganten Lösung. Wir brauchen ja immer nur den letzten und den vorletzten Wert. Also für f von n brauchen wir f von n minus 1 und f von n minus 2. Ja, und man baut das halt nicht von oben nach unten auf, wie bei der Rekursion. Und nehmen wir zum Beispiel 6 hier. Die sechste Fibonacci-Zahl berechnen möchte, starte ich sozusagen meine rekursiven Aufrufe hier runter, sondern rechne quasi von unten nach oben. Das wäre hier der Ansatz der dynamischen Programmierung, das Rucksackproblem. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Dieb und Sie haben einen Rucksack dabei und brechen jetzt hier irgendwo beim Juwelier ein. Dann wird ja Ihr Anliegen sein, Ihren Rucksack so auszustatten, dass er bestmöglich gefüllt ist, sprich, dass Sie alles das, was Sie da reinstecken, auch tragen können und dass es irgendwie einen großmöglichen Wert hat. Das ist, denke ich, eine ganz natürliche Forderung. Das heißt, so ein Rucksack, der ist endlich, der hat, keine Ahnung, 15 Liter Volumen. Sie haben eine gewisse Anzahl von Gegenständen. Jeder Gegenstand hat ein Gewicht größer 0 und einen Wert größer 0. Jetzt gesucht ist eine Befüllung dieses Rucksacks, dass die Kapazität nicht überschritten wird, also dass diese Summe der eingesteckten Gegenstände kleiner ist als meine Kapazität und der Wert dieser eingesteckten Gegenstände maximal ist. Also wenn wir davon ausgehen, so die Gegenstände sind von 1 bis n nummeriert, suchen wir also irgendwie so eine Indexmenge i, Teilmenge von 1 bis n. Ja, also das ist sozusagen genau die Auswahl der Gegenstände. Das war jetzt die Situation. Also wir haben 4 Gegenstände, jeweils mit einem gegebenen Gewicht, einem gegebenen Wert, und wir sagen jetzt mal, unser Rucksack habe eine Kapazität von 10. Dann können wir uns mögliche Lösungen im Prinzip in Form von so einem Baum vorstellen. Und zwar schreiben wir oben hin die Kapazität und gucken uns einfach an, auf den verschiedenen Ebenen des Baums entscheiden wir, ob wir den i-ten Gegenstand nehmen oder nicht nehmen. Also beispielsweise den ersten Gegenstand, wenn wir ihn denn nicht nehmen, verbleiben wir bei einer Restkapazität von 10. Und wenn wir ihn auswählen, dann haben wir eine Restkapazität von 8, also 10 minus 2. Und das machen wir jetzt mal so bis nach unten durch. Also das wäre 1, 2, 6. Erster Gegenstand, Gewicht 2, Wert 6. Zweiter Gegenstand wäre Gewicht 2, Wert 3. Gucken, ob ich das jetzt hier so drauf kriege. Also nach links immer nein, nach rechts immer ja. Das heißt, wenn wir den nicht nehmen würden, hätten wir weiterhin 10. Wir hätten hier die 8. Wir hätten da die und hier eine 6. Dritter Gegenstand wäre, und dann die vierte Ebene, vierte Gegenstand. Ach, so, jetzt wird der Baum ein bisschen zu eng hier. 10, wenn wir den nehmen, bleiben 5 übrig. Den können wir nicht mehr dazu packen. Gewicht ist 5, geht nicht. Hier können wir noch, das bleibt auch, hier kommt eine 3 hin. Hier können wir auch nichts mehr nehmen. Dann können wir jeweils nur den Nein-Teil nehmen. Das bleibt auch bei der 8, auch die 2. Und die 6 bleibt und hier kommt eine 1 hin und hier 0. Und Sie sehen schon, hier treten auch manche Dinge irgendwie mehrfach auf. Hier habe ich noch einen vergessen, ne? Da kommt auch nochmal eine 3 hin. Also beispielsweise hier das Ding, das kommt mehrfach vor. Ja, dann gibt es hier nochmal. So, und jetzt Ansatz hier für diese dynamische Programmierung wäre genauso, dass man sich halt ja diese möglichen Konfigurationen halt irgendwie zwischenspeichert und sofern sie denn dann berechnet werden müssen, nur einmal berechnet. Ja, das würde dann in so ein rekursives Programm münden. I ist hier Index des aktuellen Gegenstandes, Rest ist halt die Restkapazität. Man ruft das Ding dann auf mit dem ersten Gegenstand und der Restkapazität 10 oder C, also so wird man das irgendwie initial aufrufen. Ja, dann wird man halt der Reihe nach diese einzelnen Gegenstände versuchen, da reinzupacken. Wenn die Restkapazität kleiner ist als das Gewicht des aktuellen Gegenstandes, dann kann ich nichts mehr tun. Dann liefern wir hier diesen rekursiven Aufruf zurück. Und ich entscheide mich immer sozusagen, das passiert hier an dieser Stelle, packe ich den i-ten Gegenstand hinein, oder in diesem Fall hier bei der rekursiven Verzweigung, den i plus ersten Gegenstand hinein. Das wäre sozusagen dieser Aufruf. Dann würde ich meinen Wert, das liefere ich als Ergebnis hier, genau, Rucksack, liefert zurück den Wert des jeweiligen Aufrufes. Ja, den addiere ich jeweils hier drauf. Oder ich packe mal nicht rein. Das wäre dann der Fall, sozusagen immer diese linke Verzweigung. Das wäre die rechte Verzweigung in dem Baum.
Und wenn ich den aktuellen Gegenstand eh nicht mehr reinpacken kann, weil die Kapazität nicht mehr passt, ja, dann brauche ich sozusagen diesen einen Zweig auch gar nicht zu verfolgen. Und das ist die rekursive Version. Die erspart mir die Aufrufe natürlich noch nicht. Das ist genauso wie bei den Fibonacci-Zahlen. Da würde ich jetzt hinuntersteigen und wenn ich halt, also hier tritt genau diese Situation auf, dass wir genau diesen Aufrufbaum erzeugen, den ich da eben skizziert habe. Das heißt, da können schon Dinge irgendwie mehrfach auftreten. Um das jetzt zu vermeiden, tabelliert man sich jetzt im Prinzip mögliche Konfigurationen und deren Lösungen. Hier ist jetzt mal ein Beispiel um eine Spalte erweitert und hier potenzielle Lösungsmöglichkeiten. Also hier oben ist wieder die letztendlich die Problembeschreibung und hier unten, wenn wir uns beispielsweise diesen Eintrag hier angucken, würde das bedeuten, dass der Aufruf, das sind die Gegenstände, das hier oben sind die Restkapazitäten, dass das gerade den Wert 10 liefert. Ja, man kann das im Prinzip dann vorausberechnen mit so einer einfachen Schleife und greift dann halt sozusagen auf diese tabellierten Werte immer wieder zurück. Ja, das ist halt genau die Idee von dieser dynamischen Programmierung. Hier wird die oberste Zeile berechnet, also diese Zeile mit dem Endengegenstand, das ist die oberste Zeile. Die brauche ich, damit ich da die Dinge in diesem zweiten Teil verwenden kann. Da berechne ich die übrigen Zeilen. Das ist quasi der initiale Aufruf. Da prüfe ich erstmal, ob die Kapazität gegebenenfalls kleiner ist als das Gewicht des ersten Gegenstandes. Ja, wenn das der Fall ist, dann liefere ich den Aufruf mit dem zweiten Gegenstand aus der Tabelle direkt zurück, ja, die hier komplett berechne einmal. Ja, und wenn das nicht der Fall ist, dann gucke ich mir halt an, wie sieht das aus, wenn ich den zweiten nicht nehme, beziehungsweise den zweiten dazu nehme. Hier habe ich den ersten dazu genommen und hier habe ich ihn halt nicht dazu genommen. Und das brauche ich halt, wenn ich diese Dinge halt vorausberechnet habe. Ja, die erste Zeile fehlt hier, brauchen wir nicht, weil wir die in einem Aufruf abhandeln können. Die berechne ich mir einmal voraus, dann muss ich nichts mehrfach berechnen, sondern berechne hier einmal diese Tabelle voraus und hier ist quasi der eigentliche Algorithmus, um das Problem zu lösen und das geht dann ganz schnell. Dynamische Programmierung ist sozusagen Zwischenergebnisse speichern und dann wiederverwenden.